Hallo, hier ist Brigitte von Stempelfantasie. Heute zeige ich euch das zweite Projekt meines Workshops von letzter Woche. Und zwar eine Knallbonbonbox. Tata, wenn man die nämlich öffnet, sind lauter Knallbonbons drin. Und die Idee dazu habe ich von der lieben Nicole Winninger von New Paper Love. Schaut unbedingt mal bei ihr vorbei, weil das ist eine ganz tolle Idee. So ähnlich gab es auch in der Celebration-Broschüre. Das war nur anders, eine schmalere Box und nicht diese Fünfeck-Knallbonbons, sondern Viereck-Knallbonbons. Aber ich finde die Variante echt zuckersüß und musste es direkt nachbasteln mit ihrer Erlaubnis. Und darf das Video auch dazu machen. Also von daher, ich wollte euch diese Idee nicht vorenthalten, weil ich die so toll finde. Das Stempelset mit passenden Stanzformen, echte Einhörner. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Set, was es ja im Moment in exklusiv online in der Aktion gibt. Also nur online zu sehen, in keinem Katalog. Bestellbar könnt ihr da, also über mich könnt ihr das bestellen. Und das sind diese verschiedenen Nashörner, die ihr hier seht. Und da gibt es auch noch ganz viele Accessoires wie Bäume und Sprüche und so weiter dazu. Und auch bei den Stanzformen. Also richtig, richtig schönes Stempelset. Und Hakuna Matata passte jetzt dazu, zu dieser Box perfekt. Ich musste auch erst googeln. Ich weiß, dass es von König der Löwen ist, aber ich musste erst googeln, was es denn letztendlich heißt. Und es ist Kiswahili und heißt Sorge dich nicht. Und das fand ich jetzt echt ganz süß. Und dann habe ich den Spruch dazu nämlich ganz gut gefunden aus dem Kirschenset. Wo ist das? Habe ich das hier? Süße Kirschen. Genieße heute das Leben. Und das, finde ich, passt jetzt ganz gut zu dem Hakuna Matata. Und auch, also irgendwie war das für mich so sehr stimmig. Und was ich hier noch verwendet habe für den Hintergrund, wenn ihr diese Knallbonbons ausstanzt, dann entstehen ganz viele von diesen Rauten, hier von den Zwischenräumen. Und das ist eigentlich viel zu schade, die wegzutun. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, dann wiederholt sich doch das Farbmuster auch nochmal hier außen drauf. Und es gibt einen schönen Hintergrund. Genau. So. Und das machen wir jetzt. Ich zeige euch dann auch noch für diese Knallbonbons einen Trick. Die Stanzform ist ja super. Die liebe ich auch sehr. Die ist im Jahreskatalog. Ich weiß leider nicht, ob es die im neuen Jahreskatalog noch weitergeben wird. Ich vermute schon, aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass sie jetzt rausfällt. Das werden wir alles im April erfahren oder Ende März. Das ist auf jeden Fall eine tolle Stanzform. Da sind noch ganz viele andere Stanzformen dabei für Anhänger und so weiter. Also die lohnt sich wirklich. Und dafür braucht man vom Designerpapier entweder ein kleines Designerpapier 15,2 x 15,2, oder aus einem großen Blatt kannst du 4 Stück machen. Und zwar brauchen wir für das Unterteil Farbkarton Grundweiß extra stark, und zwar in den Maßen 20,5 x 20,5. Dann brauchen wir für den Deckel 16,65 x 16,65. Das ist wieder das Thema mit den 0,15 cm, die man für den Deckel mehr an Grundfläche braucht. Also das ist diese Grundfläche der Box, und die ist 13,5 x 13,5. Und für den Deckel braucht ihr bei der Grundform einfach dann 13,65 x 13,65 plus den Rand. Ich habe das in einem anderen Video schon gesagt. Wenn ihr Interesse daran habt, zu erfahren, wie man sich so eine Box berechnet oder wie ich mir das immer aufzeichne und berechne, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich würde dann mal ein Video dazu machen, in dem ich euch zeige, wenn ihr was habt, was ihr verpacken wollt, wie ihr da nach meiner Methode vorgeht. Genau, um euch dann eure eigenen Boxen im Prinzip selber zu errechnen, welche Größen ihr da braucht. Genau. So, also, das hat man 16,65 x 16,65. Dann braucht ihr
für den Aufleger für oben drauf einmal Farbkarton in den Maßen 12,5 x 12,5 und dann nochmal in Weiß, Grundweiß, aber den normalen, nicht extra stark, in 12 x 12 cm. Das legen wir erstmal beiseite und die falzen wir jetzt rundherum bei 3,5 cm. Letzte Seite. So, den Deckel, den falzen wir rundherum bei 1,5 cm. So. Falten wir die Falzlinien nach. So, und schneiden uns hier diese vier Klebelaschen ein. Immer gegenüberliegend. Und hier auch, dass die so in die gleiche Richtung zeigen. So. Jetzt klebe ich das schon mal hier zusammen. Drückt ihr da ein bisschen drauf. So. Das ist so ein bisschen größer, der Deckel. Deshalb komme ich hier euch komme ich der Kamera so ein bisschen näher. So, ein bisschen drücken. Und dann die andere Seite. So, gucken, dass das bündig ist. Und dann wieder drücken, dass es anklebt. So. Jetzt könnt ihr das so ein bisschen nach innen drücken. Und jetzt ist der Deckel schon mal fertig. Den lege ich jetzt weg. Das gleiche machen wir jetzt hier auch noch. Ihr könnt auch den Papierfalter nehmen dafür. So, und jetzt schneidet ihr genau hier wieder gleich ein. Also im Prinzip das gleiche wie bei dem Unterteil, bei dem Deckel der Box. Gegenüberliegend. Und klebt es zusammen. So.
und nochmal festdrücken. Dann gucken wir mal, das sollte jetzt wunderbar passen. Wunderbar. Das fällt nämlich jetzt nicht runter. Das ist nämlich genau diese 0,15 cm, die es hier ausmachen, damit der Deckel stabil drauf sitzt, aber auch nicht zu eng ist. So, jetzt geht's weiter. Wir brauchen jetzt Farbkarton. Ich zeige euch das jetzt mal hier anhand der Farben. Also ihr braucht viermal Farbkarton, der farblich gut zueinander passt, beziehungsweise kein Farbkarton, sondern Designerpapier, was gut zusammenpasst. Das ist jetzt aus dem, was ist das, Tagtraum. Das ist nicht Tagtraum. Fröhliche Muster ist. Das ist noch aus der Celebration. Und das fand ich total schön, das Papier. Und genau, und da ist es einfach farblich abgestimmt. Ich habe jetzt anderes Papier genommen, nämlich ich habe mich jetzt hier dran gehalten und habe die 4 wieder gewählt. So, und aus einem Stück Designerpapier lässt sich dann das ausstanzen. Und so sieht die Grundform aus, wenn ihr das mit der Stanzform Knallbonbon ausgestanzt habt. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr ganz schnell das ohne Probleme zusammenfalten könnt. Nämlich, da so einen kleinen Trick, erstmal die Längslinien nachfalten. Und beim ersten Mal, wo ich das gemacht habe, habe ich das dann schön zusammengeklebt. Und habe gedacht, boah, jetzt muss ich hier noch das zusammenbiegen und drücken. Und dann war das ein bisschen gewurschtel. Und jetzt habe ich mir das aber anders angewöhnt. Nämlich, hier sind auch noch Falzlinien. Die knicke ich jetzt nach innen. Die in der Mitte knicke ich nach außen. Und den Außenrand, den knicke ich wieder nach innen, sodass ich so ein bisschen Ziehharmonika habe. Das gleiche mache ich jetzt auf der Seite auch. Knick das wieder nach innen und den Rand wieder, beziehungsweise nach außen und den Rand wieder nach innen. So, und jetzt, tata, wenn ihr das jetzt biegt, schon, habt ihr direkt schon die perfekte Knallbonbonform. Ich bin total begeistert davon und das macht es echt viel, 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 viel einfacher. So, jetzt braucht ihr nämlich nur noch Kleber hier auf der einen Seite des Knallbonbons zu verteilen. Müsst nichts mehr zurechtbiegen. Das ist alles schon easy peasy durch die Falzung gemacht. Und klebt es einfach nur noch zusammen. Ich liebe es. Solche Sachen mag ich gerne. So, einmal nach außen. So, und jetzt zusammen. Jetzt guckt ihr, dass das bündig aufeinander liegt. Die hier auch. Ein bisschen strecken und dann genau aufeinander kleben. Batzt ein bisschen was an meiner Hand. So. Und hier genau das Gleiche. Schauen, dass die gut übereinander liegen. Mit dem Tombow könnt ihr es auch nochmal verschieben, sozusagen. So, ihr seht es. Lässt sich nochmal gut verschieben. Und jetzt liegt es perfekt übereinander. Jetzt könnt ihr nochmal hier reingehen. Hier nochmal drücken. Dass es überall gut klebt. Und fertig ist das Knallbonbon. Jetzt braucht ihr im Prinzip nur noch, also zum Füllen natürlich, jetzt braucht ihr im Prinzip nur noch hier so ein Stück Kordel. Also seht zu, dass das die Klebelasche unten liegt. Und dann macht ihr euch hier ein Stück Kordel, legt ihr hier drum und macht euch hier euer Schleifchen. Das ist ein bisschen tricky hier, aber es geht. Deshalb braucht ihr da genug Kordel. Also schneidet sie nicht zu eng, sonst kriegt ihr das hinterher nicht zusammengezogen. So.
mache hier mal ein bisschen zusammendrücken. So. Jetzt kann man den Rest hier noch abschneiden. Und fertig ist das eine. Dann auf der gegenüberliegenden Seite machen wir das gleiche nochmal. Gucken. Und fertig ist es. So, jetzt habe ich die anderen auch schon vorbereitet. Und die könnt ihr jetzt sozusagen hier schon reinpacken. Ihr seht, das harmoniert sehr cool mit der Farbe. Und ich habe dann halt hier dann noch einen Spruch drauf geklebt. Nämlich genieße heute das Leben. So, und dann könnt ihr noch, ich lege es jetzt nur mal so drauf, könnt ihr noch hier mit Glue Dots hier so zwischen, entweder das so drauflegen oder mit Glue Dots hier auf der Kante so ein bisschen befestigen, dass es drauf bleibt. Fand ich auch ganz sehr süß. So, das ist schon mal der Innenteil. Und jetzt machen wir noch den Außenteil. Dafür hatten wir ja vorbereitet die beiden hier. Und die, da zeige ich euch jetzt auch noch kurz. Ich habe hier die ganzen Rauten. Und lege mir die jetzt erstmal hin. Das ist ein bisschen Futzelarbeit, aber es geht. Also wenn ihr euch das erstmal so ein bisschen hinlegt, wie ihr es machen wollt und danach aufkleben, dann ist es echt einfacher. Es sieht erstmal nach viel Gewurschtel aus, aber es geht. So habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt klebe ich eins nach dem anderen auf. Und dann kommt das, wird es auch gerade. Jetzt kleben wir das Ganze mal auf. Und jetzt kommt noch das Nashorn oben drauf. Und Hakuna Matata kommt auch später noch drauf. Das habe ich aber irgendwie offensichtlich vergessen zu stempeln. Den Vogel darauf habe ich in den gleichen Farben koloriert. Genau. Und wenn ihr das jetzt daneben legt, ihr könnt noch ein Bändel darunter kleben, Hakuna Matata. Und hier habe ich noch die selbstklebenden Pailletten dazu genommen. Das passte farblich wunderbar. Und so würde ich das dann entsprechend noch verzieren. Und dann klebe ich das mit Dimensionals einfach noch mal auf. So. Vielleicht in die Mitte noch einen. Und dann packe ich das hier drauf mit Dick. Und so sind zwei wunderschöne Boxen entstanden mit entsprechendem Inhalt. Dann machen wir es so. Genau. Ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Nachbasteln und schaut unbedingt mal bei der lieben Niki vorbei, New Paper Love. Ich habe es euch unten drunter auch nochmal verlinkt. Die macht wirklich auch super, super schöne Sachen. Und genau. Und von
ihr habe ich die Idee dazu mir gemopst in Rücksprache mit ihr. Also ganz lieben Dank nochmal an dieser Stelle, Niki. Ich finde die Box super und freue mich sehr, dass ich die hier zeigen darf. Also ihr Lieben, macht es gut. Bis bald. Ciao.